Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Das heutige Webinar gehört zur Webinarreihe Industrie 4.0 in der Normung. Und heute findet das zweite Webinar der Reihe statt. Es folgen noch weitere Webinare, zum Beispiel am 11.11. zur neuen Normungsroadmap Industrie 4.0, die jetzt im September rausgegeben wurde. Oder am 18.11. zum Thema, wenn die Gegenstände miteinander kooperieren, RAMI 4.0 und Industrie 4.0 Komponenten. Weitere Informationen zu den ganzen anstehenden Webinaren, die da noch kommen werden, finden Sie auf der DKE Homepage unter DKE Webinare. Im heutigen Seminar geht es um Werkzeuge zur schnellen Überführung von Standardisierungsthemen in die Normung am Beispiel des Referenzarchitekturmodells RAMI 4.0. Da wird es vor allem darum gehen, wie Festlegungen und Empfehlungen für Industrie 4.0 zügig in die Normung eingebracht und für die weltweite industrielle Nutzung zur Verfügung gestellt werden können. Dazu begrüße ich die heutige Referentin zu diesem Thema, Frau Phyllis Elmers. Sie ist Expertin bei DIN für das heutige Thema. Hallo, Frau Elmers. Hallo. Sie ist seit 2010 bei DIN, war da zuerst Projektmanagerin, dann Innovationsmanagerin und ist seit diesem Jahr Senior Innovationsmanagerin. Dann noch ein paar, und wir freuen uns natürlich, dass wir Frau Elmers als Expertin für unser heutiges Webinar gewonnen haben. Danke, dass Sie vortragen heute. Jetzt noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin Sophia Hart. Ich bin seit 2014 bei der DKE als Projektmanagerin für ein Förderprojekt im Bereich IT-Sicherheit für kritische Infrastrukturen. Und in meiner Funktion als Moderator werde ich Sie heute durch die Veranstaltung führen. Bevor Frau Elmers mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise an Sie. Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass wir Störgeräusche vermeiden wollen in der Aufnahme. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren. Das sollen Sie sogar. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen. Dazu können Sie die Fragen- und Antwortfunktion rechts in Ihrem Bildschirm nutzen. Hier können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. Und wir sparen uns die Fragen dann bis zum Ende des Vortrags auf und ich werde die dann gebündelt an Frau Elmers stellen und sie wird sie dann beantworten. Das heißt, wir hoffen, dass wir in jedem Fall alle Fragen heute beantworten werden und dass keine verloren geht. Also Sie müssen sich nicht wundern, wenn die Antwort erst am Ende des Webinars kommt. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten, teilzunehmen. Denn wir möchten natürlich auch in Zukunft Mehrwerte bieten und die Webinare optimieren und sind daher sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. Sollten Sie also nochmal alle Folien sich ansehen wollen, weil Sie zum Beispiel eine auf den ersten Blick nicht ganz erfasst haben, dann ist das hinterher möglich. Bevor ich jetzt an unsere Referentin übergebe, möchten wir noch etwas über Sie erfahren, damit wir auch wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Und dafür nutze ich jetzt die Umfragefunktion. Sobald ich die Umfrage gestartet habe, sollte sich bei Ihnen rechts in Ihrer Anwendung die Frage mit Antworten öffnen, die Sie dann anklicken können. Wir würden gerne von Ihnen erfahren, ob Sie bereits in der Normung aktiv sind, damit Frau Elmers sich mit Ihrem Vortrag besser auf Sie und Ihre Normungserfahrung einstimmen kann. Die Umfrage ist jetzt aktiv, eine Minute, und ich sehe schon, dass hier rege teilgenommen wird. Wir haben einen Großteil, der sich schon mit Normung beschäftigt hat. Es sind jetzt schon 6 Teilnehmer, also doch ein sehr normungserfahrenes Publikum. Dann warten wir noch ganz kurz, 20 Sekunden geht die Umfrage noch. Ich sehe, wir haben 6 Teilnehmer, die sich schon mit Normung beschäftigt haben, 3, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Gut. Also so wie es aussieht, haben wir
Die Hälfte der Teilnehmer hat sich schon mit Normung beschäftigt und 33% der Teilnehmer haben sich noch nicht mit Normung beschäftigt. Vielen Dank, die Umfrage ist jetzt damit beendet. Und damit habe ich zunächst alles gesagt und würde jetzt an Frau Elmers übergeben und freue mich auf ein spannendes Webinar. Ja, vielen Dank, Frau Hart. Dann würde ich direkt auch mal starten. Also ich möchte Sie auch nochmal von meiner Seite ganz herzlich begrüßen zur Webinarreihe Industrie 4.0 in der Normung. Mein Vortragstitel heute lautet Industrie 4.0 Werkzeuge zur schnellen Überführung von Standardisierungsthemen in die Normung am Beispiel des RAMI 4.0. Ich möchte Sie in meinem heutigen Vortrag also ein wenig über die Werkzeuge zur Überführung der Standardisierungsthemen beleuchten und da insbesondere auf die DIN-SPEC eingehen. Wir haben derzeit ein RAMI-Projekt, RAMI Industrie 4.0 laufen dazu und das werde ich dann an geeigneter Stelle als Beispiel heranziehen. Ja, hier kurz der Aufbau meines Vortrages. Wir haben gerade in der Umfrage ja das Ergebnis bekommen, dass ungefähr die Hälfte von Ihnen schon mal mit der Normung zu tun hatten, aber eben die andere Hälfte noch nicht. Deswegen ist das hier ganz gut, dass ich direkt starte mit einem kurzen Überblick über DIEM und die Normung und Standardisierung im Allgemeinen. Im Anschluss daran möchte ich auf die Bedeutung der Normung und Standardisierung im Innovationsprozess eingehen und schließlich dann die DIEM-SPEC als Instrument zur schnellen Überführung von Standardisierungsthemen in die Normung vorstellen. Abschließend werde ich dann meinen Vortrag mit einem kurzen Fazit. Wie Frau Hart bereits erwähnt hat, können Sie gerne Fragen stellen. Ich werde am Ende meines Vortrags die Fragen dann gerne beantworten. Dann würde ich direkt starten mit dem Überblick. Ja, die meisten von Ihnen oder nahezu alle werden schon mal was von DIN A4 gehört haben, aber wer ist eigentlich DIN? DIN ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein und die führende Organisation für Normung und Standardisierung. Durch einen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland ist DIN als nationale Normungsorganisation anerkannt und vertritt damit weltweit die deutschen Interessen. Wie für eine üblich, hat auch DIN Mitglieder. Das sind juristische Personen wie beispielsweise Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen aus Industrie, Handel, Handwerk und Wissenschaft. Die Arbeit von DIN wird zu 75% durch den Verkauf von Norm- und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Hinzu kommen dann auch Projektmittel aus der Wirtschaft und projektbezogene Mittel der öffentlichen Hand. Hier nochmal ein paar Zahlen und Fakten rund um DIN. Mehr als 31.000 Experten aus Wirtschaft, Forschung, von Verbraucherseite und der öffentlichen Hand kommen bei DIN zusammen, um gemeinsam Normen und Standards zu entwickeln. Das heißt, sie bringen ihr Fachwissen in die Normung ein und sind für die inhaltliche Erarbeitung der Normen zuständig. Diese Erarbeitung der Normen findet statt in den 70 Normausschüssen des DIN. Aktuell beschäftigt DIN rund 400 Mitarbeiter, die für einen reibungslosen Entwicklungsprozess sorgen. Das heißt, die DIN-Projektmanager sind eben nicht, wie häufig vermutet, für die inhaltliche Erarbeitung der Normen zuständig, sondern koordinieren nationale, europäische und internationale Projekte und sorgen dafür, dass alle Regularien eingehalten werden. Das heißt, sie sind im Prinzip für das gesamte Projektmanagement, für die Terminplanung, die Dokumentenverwaltung sowie die Konsensbildung zuständig. Also wir könnten sie auch als Prozessexperten bezeichnen. Aktuell der DIN-Normbestand beläuft sich auf ca. knapp 34.000 Normen. Und Mitglieder, wie erwähnt, sind bei DIN juristische Personen. Ja, was sind nun die Ziele und Aufgaben von DIN? DIN hat im Wesentlichen die Aufgabe, die Normung und Standardisierung effizient zu organisieren. Damit fungiert DIN als runder Tisch, an dem sich alle an der Normung interessierten Kreise treffen. DIN stellt damit sicher, dass alle interessierten Kreise an der Normung beteiligt sind, wirkt aktiv an der internationalen und europäischen Normung mit, stellt die Einheitlichkeit und Widerspruchsfreiheit des Normenwerkes sicher und sorgt dafür, dass Doppelarbeit vermieden wird, insbesondere auch Rechtsvorschriften beachtet werden. Und alles in allem trägt DIN damit auch aktiv zur Konsensbildung bei.
Ja, hier habe ich nochmal einen Chart mitgebracht, dass die Organisation auch international und auch europäisch aufzeigt. Also Sie sehen ganz unten die nationale, quasi die nationale Ebene der Normung und Standardisierung. Da ist Wien vertreten, genauso wie die DKE. DKE ist die Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik in Wien und VDE und im Wesentlichen für die Normung und Standardisierung im Bereich Elektrotechnik und Telekommunikation verantwortlich. Für alle anderen Bereiche ist DIN zuständig. Wir haben beispielsweise einen Normausschuss zum Maschinenbau, zum Bauwesen, zu Dienstleistungen, zur Informationstechnik, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und so weiter. Also insgesamt sind das aktuell 70 Normausschüsse, in denen Normen und Standards erarbeitet werden. Wie vorhin bereits erwähnt, spiegeln DIN und DKE die nationalen Interessen in der europäischen und internationalen Normung. Das heißt, bei der europäischen Ebene, da haben wir CEN, CENELEC und ETSI. CEN ist das Europäische Komitee für Normung, also im Prinzip das Pendant zum DIN. Wohingegen CENELEC sich im Wesentlichen um die elektrotechnische Normung beschäftigt und ETSI für die Telekommunikationsnormung zuständig ist. Das Gleiche finden wir auch nochmal auf internationaler Ebene. Da ist es ISO, die internationale Organisation für Normung. Wir haben die IEC, die internationale elektrotechnische Kommission, sowie ITU. Und ITU ist für die internationale Fernmeldeunion und im Prinzip auch das Pendant zu der europäischen Ebene. Ja, wie funktioniert im Prinzip denn auch tatsächlich die Normungsarbeit? Also ich möchte Ihnen hier nochmal ganz kurz darlegen, wie Normung eigentlich funktioniert. Wir haben da zum einen natürlich den Antrag zunächst einmal. Das heißt, es können alle Interessierten und jedermann im Prinzip einen Normungsantrag stellen und damit ein Normungsvorhaben initiieren. Die zuständigen Organe bei denen prüfen dann jeden Antrag. Beispielsweise danach auf bereits laufende Normungs- und Standardisierungsprojekte zum beantragten Thema vorhanden sind, ob es bereits veröffentlichte Normen und Standards dazu gibt oder ob gar Widersprüchlichkeiten vorliegen. Wenn dem Antrag stattgegeben wird, beginnt dann das Normungsprojekt. Das heißt, die Öffentlichkeit wird über den Beginn jedes neuen Normungsvorhabens informiert. So wird beispielsweise jedes Normungsvorhaben öffentlich bekannt gemacht, mit dem Ziel einer breiten Beteiligung. Alle interessierten Kreise haben dann die Möglichkeit, an der Normungsarbeit teilzunehmen. Das heißt, niemand wird ausgeschlossen aus der Normungsarbeit. Auch Interessierte, die nicht persönlich an Normungsvorhaben teilnehmen können, können Einsprüche einreichen und sich damit einbringen. Eines der wichtigsten Grundsätze der Normungsarbeit ist der Konsens. Normen entstehen nämlich im Konsens, das heißt, die Experten verständigen sich über die Inhalte mit dem Ziel, eine gemeinsame Auffassung zu erreichen. Das heißt, im Prinzip geht es darum, den Stand der Technik in Normen abzubilden und sich so weit zu einigen, dass es quasi Zustimmung, eine allgemeine Zustimmung gibt, die durch das Fehlen aufrechterhaltenen Widerspruchs gekennzeichnet ist. Also das ist ganz offiziell die Definition für Konsens. Wenn ein Normungsprojekt dann einen stabilen Beratungsstand erreicht hat, wird das Ergebnis als Normentwurf öffentlich zur Diskussion gestellt und erst nach Beratung der Stellungnahmen kann eine Normung dann verabschiedet und veröffentlicht werden. Um das Normwerk aktuell zu halten, werden die DIN-Normen spätestens alle 5 Jahre überprüft. Ja, damit wäre ich mit meinem ersten Punkt, DIN im Überblick durch. Jetzt würde ich gerne überleiten auf das Thema Normungsstandardisierung im Innovationsprozess. Ja, warum Normung im Innovationsprozess? Ich habe das Thema unterteilt in externe Akteure und wir als DIN. Also externe Akteure möchten natürlich ihre innovativen Lösungen marktfähig machen. Sie benötigen dafür ein effektives Instrument für den Markttransfer, ein gut funktionierendes Expertennetzwerk mit dem Ziel, dann schließlich Vorreiter zu sein im internationalen Wettbewerb.
Wir als DIN möchten zukünftige relevante Normungsfelder frühzeitig besetzen, innovative und konvergente Themen erschließen und natürlich unser Expertennetzwerk durch die Einbindung normungsfremder Akteure erweitern. Auch die politische Seite unterstreicht die Bedeutung und den Beitrag von Normen und Standards bei der Innovationsförderung. So sagt beispielsweise die neue Hightech-Strategie, Normen und Standards dienen als Katalysator und können die Durchsetzung von Innovationen beschleunigen, indem bereits bei der Forschung Normen und Standardisierungsaspekte mit berücksichtigt werden. Das normungspolitische Konzept der Bundesregierung gar fordert die Nutzung von Normung und Standardisierung zur Unterstützung der Umsetzung und Verbreitung von Innovationen und Forschungsergebnissen. Ja, was hat das dann für einen Effekt letztendlich für den Innovationsprozess? Durch die Normung und Standardisierung wird der Wissens- und Technologietransfer von der Forschung in die Praxis und in die Märkte gefördert. Normen und Standards machen innovatives Know-how auf breiter Linie bekannt und nutzbar und sorgen dafür, dass zukünftig relevante Normungsfelder frühzeitig besetzt und die Vorreiterrolle Deutschlands bei Zukunftstechnologien gesichert wird. Normung und Standardisierung bietet auch eine gute Plattform für die Vernetzung der relevanten Akteure und die Stärkung und Förderung der deutschen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb. Ja, wir als DIN sind häufig auch als Projektpartner in Forschungsprojekten aktiv. Ich habe hier einmal eine aktuelle Statistik dazu mitgebracht. So sind wir beispielsweise wir haben aktuell 14 laufende europäische Projektanträge mit Beteiligung von DIN. Das sind europäische Projekte, Horizon 2020 Projekte. Auf nationaler Ebene haben wir aktuell 22 laufende nationale Projektanträge. Das sind BMBF und BMWI-Projekte. Hier sehen Sie auch nochmal, dass es in der Vergangenheit auch seitens BMWI Fördermaßnahmen gab, die ganz explizit die Normung und Standardisierung adressiert haben. Da haben wir zum einen das BMWI-Projekt TNS. TNS steht für Transfer von Forschung und Entwicklungsergebnissen durch Normung und Standardisierung. Und das BMWI-Projekt INS Innovation mit Normen und Standards. Diese beiden Projekte waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Wir sind gerade in der letzten Phase, das heißt in diesem Jahr wurden die letzten Anträge genehmigt und laufen bis Ende nächsten Jahres. Das BMWI plant ein Nachfolgeprojekt, bei dem die früheren Projekte INS und TNS zusammengefasst werden sollen. Ja, wie sieht nun tatsächlich der Beitrag von DIN in einem solchen Forschungsprojekt aus? Zunächst einmal unterstützen wir natürlich bei der Antragstellung, indem wir Standardisierungsaktivitäten in den Projektantrag mit einbringen. Und anschließend lässt sich im Prinzip im Rahmen des Forschungsprojektes unsere Aktivität in drei Bereiche unterteilen. Einmal die Recherche, die Identifikation und die Verwertung. Bei der Recherche ist es so, dass wir projektrelevante Normen und Standards recherchieren und herausarbeiten. Wir erstellen Listen zu aktuellen und geplanten Normungsaktivitäten. Wir erarbeiten gemeinsam mit den Forschungspartnern Normungs- und Standardisierungsbedarfe und Potenziale. Das heißt, DIN steht als Berater rund um das Thema Normung und Standardisierung zur Verfügung. Und schließlich, wenn es dann um die Verwertung geht, erstellen wir DIN-Specs bzw. CWAs. Also DIN-Spec ist ein DIN-Produkt, das ist ein DIN-Standard und die CWA ist das CEN Workshop Agreement, was auf europäischer Ebene erarbeitet wird. Außerdem bieten wir den Forschungspartnern die Möglichkeit einer Mitwirkung in unseren Arbeitsausschüssen an und erstellen Übersichtsdokumente wie beispielsweise Normungsroadmaps. Nun möchte ich Ihnen insbesondere das Werkzeug DIN-Spec genauer erläutern. Und ja, wie es letztendlich dazu kam. Also Ende 2012 hat DIN eine Satzungsänderung durchgeführt. In der neuen Satzung wurde ganz explizit mit aufgenommen, dass DIN
künftig auch Normung und Standardisierung anregen soll. Das heißt, vorher lag der Fokus explizit auf der Normung und es ist jetzt hinzugekommen, dass wir auch Standardisierung betreiben und da auch aktiv und proaktiv anregen. Das Ganze ist dann letztendlich in eine Innovationsoffensive von DIN gemündet. Wesentliche Bestandteile waren einfach, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten frühzeitig und systematisch neue innovative konvergente Themen erschließen. Wir möchten neue Normungs- und Standardisierungsvorhaben anregen. Insbesondere möchten wir natürlich auch Unternehmen und Experten für die Normung und Standardisierung sensibilisieren und sie aktiv einbinden. Außerdem möchten wir als Ansprechpartner für Verbände, Konsortien und Foren dienen. Und schließlich DIN-SPEC als ergänzendes Produkt für die Normen für die Wissenschaft und Wirtschaft anbieten. Ja, um Ihnen noch mal ein bisschen genauer zu erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen einer DIN-Norm und einer DIN-SPEC ist, habe ich diese Grafik hier vorbereitet. Wir sehen auf den beiden Achsen einmal die Entwicklungszeit und den Konsensgrad abgetragen. Oben rechts sehen Sie die DIN-Norm und unten den Unternehmens- und Konsortialstandard. Der große Unterschied zwischen beiden Produkten ist letztendlich, dass die DIN-Norm im offenen Expertenkreis erarbeitet wird. Das heißt, alle interessierten Kreise werden eingebunden. Außerdem wird die DIN-Norm in einem sogenannten Vollkonsens erarbeitet. Das heißt, sämtliche Beschlüsse und die Verabschiedung erfolgt im Konsens. Darüber hinaus findet im Erarbeitungsprozess der DIN-Norm eine Entwurfsveröffentlichung statt. Das heißt, es ist nochmal ein Step, bevor letztendlich die Norm finalisiert, verabschiedet und veröffentlicht wird, bei der die Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben wird, Meinungen, Kommentare und Ähnliches zum Entwurf einzureichen. Ein Unternehmens- und Konsortialstandard hingegen ist in der Regel ein Standard, der eher im geschlossenen Expertenkreis erarbeitet wird. Das heißt, dort ist es gerade nicht Bedingung, dass alle interessierten Kreise eingebunden werden. Es muss auch kein Vollkonsens existieren und auch eine Entwurfsveröffentlichung ist natürlich nicht zwingend gegeben. Aus diesem Grund erklärt es sich auch, warum die Entwicklungszeit von einem Unternehmens- oder Konsortialstandard doch wesentlich kürzer ist als einer DIN-Norm. Um genau diesen Gap dazwischen, also im Prinzip diese Lücke zwischen DIN-Norm und Unternehmens- und Konsortialstandard zu schließen, hat DIN vor einigen Jahren die DIN-SPEC auf den Markt gebracht. Bei der DIN-SPEC sind im Prinzip die Regeln der Normung nicht allzu streng ausgelegt. Das heißt, bei einer DIN-SPEC sind eben nicht alle interessierten Kreise eingebunden. Die Beschlüsse müssen auch nicht im Vollkonsens erarbeitet werden und eine Entwurfsveröffentlichung ist auch nicht zwingend. Hier wird im Prinzip der Forderung nach einem schnellen Prozess Rechnung getragen, da eine Entwurfsveröffentlichung den Prozess signifikant verlängern würde. Und im Prinzip hat man versucht, hier mit der DIN-SPEC die Vorteile der DIN-Norm gegenüber einem Unternehmensstandard beizubehalten, ohne jedoch zu sehr im geschlossenen Expertenkreis zu arbeiten und die Nähe vor allem zur DIN-Norm zu gewährleisten. Denn bei der DIN-SPEC wird halt sichergestellt, dass jegliche Inhalte widerspruchsfrei zum deutschen Normwerk sind. Und ganz wichtiger Vorteil einer DIN-SPEC ist es auch, dass die Ergebnisse, also die DIN-SPEC wesentlich einfacher in die internationale Normung überführt werden kann. Genau, und das eben gesagt habe ich hier nochmal in der Grafik zusammengefasst. Also Sie sehen links die DIN-SPEC-Paths und die drei wesentlichen Prozessschritte. Auf der rechten Seite sehen Sie den Erarbeitungsprozess der DIN-Norm. Und da sehen Sie, dass da einige wichtige Schritte im Prinzip wegfallen und im mittleren Bereich in diesem Kasten sehen Sie auch, was eine DIN-SPEC von einer DIN-Norm unterscheidet. Was ich auch eingangs nochmal sagte, dass nämlich eben nicht alle interessierten Kreise eingebunden werden. Wir brauchen hier keinen Vollkonsens und auch keine Entwurfsveröffentlichung. Ein weiterer Unterschied zwischen DIN-Norm und DIN-SPEC besteht in der Überprüfung. Bei einer DIN-Norm haben wir eine systematische Überprüfung nach 5 Jahren, wohingegen bei einer DIN-SPEC-Pass die systematische Überprüfung nach 3 Jahren und dann nach 3 Jahren regelmäßig immer jährlich erfolgt.
Ja, hier nochmal die ganzen Vorteile zusammengefasst. Durch die Erarbeitung einer DIN-Spec sind wir wesentlich schneller. Das heißt, die Erstellung und die Veröffentlichung kann innerhalb weniger Monate erfolgen. Wir sind durchaus flexibler, denn im Arbeitsprogramm, die Meetingsfrequenzen und Ähnliches werden in dem Workshop festgelegt. Das heißt, die Partner können selbst festlegen, wie oft sie sich treffen wollen, ob sie lieber Webkonferenzen machen wollen oder Präsenzmeetings machen wollen. All das steht den Workshop-Teilnehmern frei. Auch haben wir es bei einer DIN-Spec mit der Marke DIN zu tun. Das heißt, sie sorgt für zusätzliche Akzeptanz. Imagefördernd ist auch, dass Autoren im Vorwort persönlich genannt werden. Das heißt, sie werden dort namentlich mit der Organisation genannt und die Erarbeitung ist dadurch relativ unkompliziert, weil DIN übernimmt dann die gesamte Planung des Management des Projektes. Und das ganz unten, das können Sie, glaube ich, nicht so gut lesen, die Widerspruchsfreiheit. Das heißt, wir garantieren, dass jede DIN-Spec, die veröffentlicht wird, widerspruchsfrei zum deutschen Normenwerk ist. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch die Erarbeitung in Workshops. Das heißt, es ist im Vergleich zur DIN-Norm, wo ja in Normausschüssen gearbeitet wird, hier nur von einem temporären Workshop die Rede. Das heißt, es treffen sich Partner zur Erarbeitung der DIN-Spec zusammen und arbeiten in den Workshops diese DIN-Spec aus und nach Verabschiedung der DIN-Spec wird der Workshop auch wieder aufgelöst. Und DIN begleitet diesen ganzen Prozess, unterstützt bei der Konzeption, bei der Recherche und Partnerakquise. Das heißt, wir führen die gesamte Organisation des Projektes durch, wir moderieren die Meetings, bieten unsere DIN-Infrastruktur an und unterstützen vor allem auch bei der redaktionellen und DIN-konformen Gestaltung. Die Veröffentlichung und Verbreitung der DIN-Spec erfolgt dann über unseren Beuth-Verlag. Ja, hier möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, wie das jetzt bei Industrie 4.0 ist. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich das Ganze nochmal ein bisschen in Bezug setzen möchte zu unserem RAMI-Projekt. RAMI, das ist das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0. Ich habe hier nochmal kurz zusammengefasst, was sich darunter verstehen lässt. Ich möchte aber hier nochmal darauf hinweisen, dass heute in 2 Wochen es noch ein Webinar zu diesem Thema geben wird. Das heißt, ich werde hier jetzt nicht die inhaltlich fachlichen Sachen für RAMI erklären, sondern Ihnen nur kurz einen Überblick geben und würde Sie dann an den Herrn Heidel in 2 Wochen verweisen. RAMI ist ein kubisches Schichtenmodell, das ein Referenzarchitekturmodell beschreibt. Es führt im Prinzip unterschiedliche Aspekte in einem gemeinsamen Modell zusammen. Mittels RAMI können hochflexible Konzepte beschrieben und realisiert werden. Und dieses RAMI, ich gehe nochmal zurück auf eine Folie vorher, wurde im Wesentlichen im Rahmen der Plattform Industrie 4.0 erarbeitet. Das waren aktiv vor allem ZVEI, VDMA und Bitkom und haben da die wesentlichen Grundlagen für RAMI festgelegt. Ja, was wir gemacht haben, ist dann, also der, ohne dass ich jetzt schon mal auf den Prozess eingehe, die Verbändeplattform Industrie 4.0 hat sich dann an uns gewandt und gesagt, dass sie dieses RAMI gerne standardisieren möchten, um es dann vor allem auch schnellstmöglich in die internationale Normung zu überführen. Das haben wir dann auch gemacht. Hier habe ich jetzt nochmal tatsächlich den DIN-Spec-Prozess und möchte Ihnen kurz die 3 wesentlichen Prozessschritte erläutern. Also im Prinzip handelt es sich einerseits um den ersten Step, das ist die Initiierung, dann erfolgt die Erarbeitung und schließlich dann die Veröffentlichung der DIN-Spec. Ja, wie sieht die Initiierung aus? Die beginnt mit einer Anfrage durch den Initiator an DIN. Das heißt, es wendet sich jemand direkt an uns und möchte gerne etwas standardisieren. Wir prüfen das intern, das heißt, wir stimmen uns mit den relevanten Normausschüssen dazu ab, holen uns die Freigabe für den Initiierungsprozess durch den Vorsitzenden des Vorstandes und im Prinzip beginnt dann die Abstimmung mit dem Initiator zur Erstellung eines Geschäftsplans. Der Geschäftsplan ist im Prinzip
ja, das Medium, was die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für das DienstBeck-Projekt macht. Wir veröffentlichen diesen Geschäftsplan im Void-Webshop und auf den Webseiten der DienstBeck für 4 Wochen. In diesem Geschäftsplan sind im Prinzip alle organisatorischen Dinge festgelegt, Zuständigkeiten werden geklärt, also werden beispielsweise die Initiatoren und die Teilnehmer des Kick-Off-Workshops genannt, die da schon feststehen, die Mitglieder, die an dem Geschäftsplan, die diesen Geschäftsplan dann angenommen haben, werden später ergänzt. Es wird festgelegt, wie die Stimmgewichtung ist und vor allem, wie man zusammenarbeiten möchte. Also ob man das per WebEx machen möchte, wie oft man sich treffen möchte, wie viele Telekonferenzen man haben möchte und wie letztendlich tatsächlich darüber entschieden wird, wenn neue Workshop-Mitglieder im Workshop aktiv werden möchten. Nach Veröffentlichung des Geschäftsplanes erfolgt dann schließlich der Vertragsabschluss zwischen dem Initiator DIN und dem Beuth Verlag. Im Falle vom Rami-Projekt ist es so gelaufen, da haben wir den Geschäftsplan veröffentlicht. Der Initiator war, wie gesagt, die AG1 der Verbändeplattform Industrie 4.0. Veröffentlicht wurde der Geschäftsplan am 17.07.2015. Die Kommentierungsphase dauerte bis zum 14.08. und es ist ein Kommentar eingegangen. Im Geschäftsplan war auch ein Zeitplan festgelegt. Diesen hatte ich mit dem Initiator festgelegt. Das heißt, wir haben hier auch die 3 Phasen letztendlich, die Initiierung, die Workshop-Phase und die Veröffentlichung. Die Initiierungsphase hat begonnen mit der ersten Kontaktaufnahme des Initiators und dauerte dann letztendlich bis zur Veröffentlichung des Geschäftsplanes. Im Anschluss daran haben wir einen Kick-Off-Workshop organisiert. Dieser hat am 8. September stattgefunden. Und damit sind wir jetzt mitten in der Bearbeitungsphase. Es ist geplant, die Veröffentlichung, also hier hatten wir sie noch bis Ende diesen Jahres geplant. Wir haben jetzt mittlerweile festgelegt, dass wir noch 1 bis 2 weitere Webkonferenzen benötigen. Das heißt, dieser Zeitplan war auch wirklich nur vorläufig und wurde jetzt nochmal geupdatet, sodass wir jetzt die Veröffentlichung Anfang nächsten Jahres planen. Ja, wie sieht nun die Erarbeitungsphase aus? Wie ich bereits erwähnte, findet dazu ein Kick-Off-Workshop statt. Dieser Kick-Off-Workshop konstituiert damit auch den Workshop. Das heißt, die Teilnehmer des Workshops werden gefragt, ob sie den Geschäftsplan annehmen möchten. Erst durch die Annahme des Geschäftsplans werden sie auch Teilnehmer und Mitglied in dem Workshop. Darüber hinaus wird auch im Workshop der Leiter gewählt. Das heißt, derjenige, der das Ganze fachlich, inhaltlich leitet. Außerdem werden Detailplanungen des Projektes besprochen und festgelegt. Nochmal vielleicht ein paar Worte zur Annahme des Geschäftsplanes. Wie gesagt, im Zuge des Kick-Off-Workshops müssen all diejenigen, die, die mitwirken möchten an diesem DienstBeck-Prozess, diesen Geschäftsplan annehmen. Durch die Zustimmung zum Geschäftsplan erklären sich die Interessierten damit auch bereit, im Workshop mitzuarbeiten. Damit werden sie formell zu Workshop-Mitgliedern mit den einhergehenden Rechten und Pflichten. Und ganz wichtig ist, dass die Teilnehmer des Kick-Offs, die den Geschäftsplan eben nicht annehmen, erhalten nicht den Status eines Workshop-Mitglieds und sind von weiteren Entscheidungen des Kick-Offs und sowie vom weiteren Projekt ausgeschlossen. Der Workshop-Leiter ist für die inhaltliche Leitung und Moderation des Workshops zuständig. Er stellt die Konsensfindung sicher und führt Entscheidungen herbei. Das heißt, stellt auch die Einhaltung des Geschäftsplanes sicher. Die Workshop-Mitglieder, das sind diejenigen, die dann tatsächlich die inhaltliche Expertise erbringen. Das heißt, sie bringen ihr Expertenwissen und textliche Formulierungen für die DienstBeck ein. Wichtig ist auch, dass dort die Urhebernutzungsrechte eingeräumt werden und sämtliche Informationen über relevante Patentrechte offengelegt werden.
Was sind jetzt die Aufgaben des DIN-Projektmanagers? DIN koordiniert die Erstellung des DIN-Spec-Prozesses, das heißt unterstützt die Erstellung methodisch und sorgt dafür, dass die Verfahrens- und Gestaltungsregeln eingehalten werden. DIN ist außerdem dafür verantwortlich, die gesamten Webkonferenzen und Workshops zu organisieren. Nach dem Kick-off-Termin findet dann ganz offiziell die Erarbeitung des Manuskriptes statt. Hier haben wir nochmal ganz wichtig, wir sind nicht gezwungen, eine Entwurfsveröffentlichung zu machen. Die ist optional. Das kann man gerne machen, muss man aber nicht. Wenn man sie macht, wird der Entwurf für 2 Monate veröffentlicht. Und alle Kommentare, die da eingehen zum Entwurf, werden dann bei der nächsten Sitzung besprochen und hinsichtlich ihrer Einarbeitung wird darüber entschieden. Ja, dann kommen wir nun zu dem letzten Punkt, nämlich die Veröffentlichung. Da findet die Verabschiedung der DIN-Spec-Pass statt durch die Workshop-Teilnehmer. Das passiert in einem Mehrheitsbeschluss. Und wenn die Mehrheit der Workshop-Teilnehmer entschieden hat, dass sie damit einverstanden, mit den Inhalten der DIN-Spec einverstanden sind, wird sie verabschiedet und kann damit veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung erfolgt über den Beuth Verlag. Nach Veröffentlichung wird die DIN-Spec in den Normdatenbanken eingetragen. Außerdem beginnt dann die Bekanntmachung in den DIN-Mitteilungen und im Webauftritt von DIN. Hier dann nochmal als letztes ein paar Worte zur Überprüfung. Wie ich eingangs auch erwähnte, findet eine Überprüfung nach 3 Jahren statt. Nach diesen 3 Jahren wird der Zyklus dann ein wenig verringert auf 1 Jahr. Das heißt, dann wird jährlich mit Abstimmung des Initiators festgelegt, ob die DIN-Spec beibehalten werden soll, ob sie zurückgezogen werden soll, ob eine Neuausgabe, also eine Überarbeitung stattfinden soll oder gar die DIN-Spec überführt werden soll in eine Norm. Ja, das war im Prinzip auch schon der DIN-Spec-Prozess und damit möchte ich auch schon direkt zu meinem Fazit kommen. Erfolgreich kann man nur bei Industrie 4.0 werden, wenn wir tatsächlich Normungs- und Standardisierungsthemen übergreifend und verzahnt bearbeiten. Es ist insbesondere wichtig, dass wir alle relevanten Unternehmen, insbesondere KMUs, Verbände, Forschungseinrichtungen, Konsortien einbinden und sie aktiv an dem Normungs- und Standardisierungsprozess beteiligen. Hier ist es auch wichtig, dass wir schnell Norm und Standards erarbeiten und sie dann europäisch und international einbringen können. Nur wenn wir all diese Punkte beachten, wird es uns möglich sein, die Vision von Industrie 4.0 effektiv zu unterstützen. Damit möchte ich auch schon zum Ende meines Vortrages kommen und freue mich über Fragen. Gut, vielen Dank, Frau Elmers. Ich sehe, wir haben derzeit keine Fragen. Anscheinend haben Sie sich so klar während Ihres Webinars ausgedrückt, dass noch keine Fragen aufgetaucht sind. Wenn Sie doch noch irgendwelche Fragen haben, dann können Sie die jetzt noch stellen oder auch im Nachgang noch direkt an Frau Elmers. Die Kontaktdaten sehen Sie ja hier oder auch an uns, an dke-webinare.vde.com. Wie erwähnt, würden wir uns freuen, wenn Sie an der abschließenden Umfrage zu diesem Webinar teilnehmen, um diese Webinare auch verbessern zu können. Die Umfrage öffnet sich automatisch, wenn Sie das Event verlassen oder das Event dann zentral von uns geschlossen wird. Im Anschluss stellen wir Ihnen einen Link mit der Aufzeichnung zu diesem Webinar zur Verfügung, damit Sie sich das Ganze in Ruhe nochmal anschauen können. Hier kam auch schon öfter die Frage auf, wie lange das dauern kann. Die Videos müssen im Anschluss noch bearbeitet werden, die müssen aufbereitet und geschnitten werden. Deswegen kann das mal auch mal ein bisschen länger als eine Woche dauern. Wenn Sie aber zu einem bestimmten Webinar eine Frage haben, dann können Sie sich auch an dke-webinare.vde.com wenden. Das nächste Webinar zur neuen Normungsroadmap Industrie 4.0 findet, wie eingangs schon erwähnt, am 11.11.2015 statt. Dazu möchten wir Sie auch herzlich einladen. Jetzt schaue ich nochmal, ob es noch irgendwelche Fragen gegeben hat. Hier möchte noch jemand
zu den Videos was wissen, ob die später abgerufen werden können. Ja, die können später abgerufen werden. Die werden auf YouTube und auf hochgeladen und dann auch auf die DKE-Webseite gestellt. Das heißt, die sind permanent quasi abrufbar. Gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich nochmal bei Ihnen, Frau Elmers, für das informative und aufschlussreiche Webinar. Und möchte mich dann an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, liebe Teilnehmer, und noch einen guten Tag wünschen. Gut.